Hallo, mein Name ist David Six. Ich bin freischaffender Pianist und Komponist und lebe in Wien. Und ich möchte euch gerne mein neues und ganz besonderes Projekt Dance with the Ghost vorstellen, für das ich wirklich interessante Musikerinnen und Musiker gewinnen konnte. David hat uns eingeladen zum Ausprobieren und Entdecken. Es ist ein schöner Prozess. Ich finde seine Kompositionen wunderschön. Also, worum geht es bei dem Projekt? Vor einem Jahr habe ich erstmals ein Stück veröffentlicht, das mit einem sozialen Anliegen in Verbindung steht. Eine Komposition für Oud und Klavier mit dem Titel Moria. Diese nimmt natürlich Bezug auf die Situation von Geflüchteten auf der griechischen Insel Lesbos. Das Ziel dieser Musik war es, meinem Publikum das ganze Thema emotional näher zu bringen. Das Feedback, das war absolut überwältigend. Aus aller Welt haben mir Menschen Nachrichten geschickt, die sich von der Komposition ganz besonders angesprochen gefühlt haben. Und aus genau diesem Grund möchte ich diesen Weg jetzt fortsetzen. Einige der Kompositionen auf dem geplanten Doppelalbum beschäftigen sich nun auch wieder mit politischen Themen. Themen, die ich die Gespenster unserer Zeit nennen möchte. Und zwar deshalb, weil wir zwar alle Bescheid wissen, aber in der Öffentlichkeit diese ganz oft nicht mehr sind als eine kleine Randnotiz. Musik hat diese spezielle Fähigkeit, Menschen emotional zu erreichen und dadurch gesellschaftlich relevante Themen so zu kommunizieren, dass es auch ankommt, dass ein Mitfühlen entstehen kann. Ein weiterer wichtiger Grund für den Titel Dance with the Ghost ist aber auch, dass Musizieren ganz oft eine wirklich spirituelle Angelegenheit ist. Und da sich die ganze Sache manchmal auch anfühlt, als würde man von etwas Größerem herumgewirbelt werden. Besonders spannend finde ich es in dem Projekt, dass es nicht darum geht, verschiedene bestimmte Instrumente zusammenzusetzen, sondern die Musikerinnen und Musiker mit ihren ganz eigenen Qualitäten. Wir sind sehr, sehr, sehr bunt. Jeder von uns bringt einen anderen Hintergrund, andere Erfahrungen, ein anderes Potenzial mit. Das ist für die Zusammenarbeit sehr bereichernd. Es ist jetzt nicht so, dass wir Noten haben, die wir spielen müssen und das war's, sondern es ist ein ganzheitliches Musikmachen. Es ist sehr inklusiv und das finde ich gerade sehr spannend. Meine für das Projekt komponierten Stücke, die möchte ich gleich mit zwei unterschiedlichen Ensembles einspielen. Ein Grund dafür ist, dass die Stücke, die ich geschrieben habe, stilistisch wirklich sehr divers sind. Die Idee eines Doppelalbums, die bietet sich hier natürlich sehr gut an. Man kann sich dann ein Stück auf der ersten Vinyl anhören, gespielt von einer Band, und auf der zweiten Vinyl das gleiche Stück vom anderen Ensemble. Ich mag die Idee. Wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns unterstützt und uns helft, das Projekt Dance with the Ghosts zu verwirklichen. Ihr kriegt natürlich aber auch etwas zurück. Ihr könnt euch das fertige Doppelalbum im Vorfeld schon kaufen. Es gibt Klavierunterricht und Cellostunden oder auch tatsächlich von mir selbstgemachtes Kimchi. Sehr empfehlenswert. Übrigens, es kommen 30% des Verkaufserlöses der Flüchtlingshilfe zugute. Wenn ihr noch mehr über das ganze Projekt wissen wollt, dann schaut euch doch unsere WeMake-It-Seite an. Stellvertretend für alle anderen Musikerinnen und Musiker sage ich schon mal ganz herzlich Danke.